Wunderschönen guten Tag. Das wird ein Video, das an meine Schwester und ihren Freund gerichtet ist, aber ich lade es trotzdem öffentlich hoch, vielleicht können andere Leute auch davon profitieren. Und es ist keine finanzielle Anweisung oder Ratgeber, es ist einfach wirklich nur für meine Familie gedacht und ansonsten für andere Leute Entertainment. Und wir gehen dann durch eins von meinen ersten YouTube-Videos, das auf Englisch ist und ich übersetze es dann live. Und ich verlinke dann das Video in der Beschreibung über das, wo ich jetzt dann rede. Und viel Spaß beim Zuschauen. Also die Idee hinter dem Video ist, wie man anfangen kann zu investieren. Hier sieht man dann, wie wichtig das Market Timing ist. Dass wenn man zum Beispiel die besten 60 Tage verpasst, dass man dann halt von einem Investitionszeitraum von den letzten 20 Jahren und einer Investitionsmenge von 10.000 Euro ungefähr nur 2.000 Euro hätte. Man würde halt viel Geld verlieren, wenn man nur teilweise immer investiert ist. Also man sollte idealerweise komplett investiert bleiben über den ganzen Zeitraum. Dann hätte man ungefähr 6% Gewinn pro Jahr gemacht in den letzten 20 Jahren. Und man soll halt nicht versuchen, dass man nicht erwartet, dass jetzt bald ein Crash kommt und alle Aktien einstürzen, dass man dann alles davor verkauft, sondern man sollte halt dabei bleiben und halt dann, wenn es die Aktien fallen, dass man noch aggressiver einkauft Aktien. Dann nach 20 Jahren REITs, das sind Immobilienanlagen, die müssen relativ viel von dem Gewinn auszahlen. Das heißt, die haben eine hohe Auszahlungsrate, also hohe Dividende. Dann, sie hätten 10% Gewinn pro Jahr über die letzten 20 Jahre gehabt. Gold wäre bei 8%, ungefähr Öl 7%. Und der S&P 500, das ist der Standard, mit dem sich viele Leute vergleichen, vor allem im amerikanischen Markt. Und das hätte dann ungefähr 5,6% Return oder Profit. Und das 60-40 ist eine Portfoliogestaltung, dass man 60% Aktien hält und 40% Staatsanleihen. Und mit denen hätte man ungefähr 5% Gewinn pro Jahr gemacht. Und das ist halt dann eher für Krisen gut, dass halt dann die Staatsanleihen eher nach oben gehen, während die Aktien fallen. Aber für jüngere Leute ist es vielleicht interessanter, dass man sich mehr in Aktien investiert. Ich bin noch unter 30 und ich denke, dass ich relativ aggressiv investieren kann und werde deswegen halt Einzelaktien kaufen und nicht auf so eine sichere Portfoliostrategie umschwenken. Und wenn man sich ein Eigenheim kauft zum Beispiel, das wären dann nur 3,4% durchschnittlicher Gewinn. Und meine Schwester und ich, wir persönlich wohnen in der Nähe von einer Stadt, die wo sehr teuer ist und deswegen bräuchten wir wahrscheinlich vielfaches mehr an Kapital, um uns dort eine gute Immobilie zu kaufen, die auch dann aber wahrscheinlich bloß 3% abwirft. Deswegen ist es vielleicht besser, dass man noch in Miete wohnt und dann in andere Sachen investiert. Und der durchschnittliche Investor macht ungefähr 2% Gewinn, weil die wahrscheinlich auch viel rumhandeln und nicht einfach bloß lange investiert bleiben, so wie es da empfohlen wird, sondern die sind dann wahrscheinlich eher in, ja, in dem Bereich, wo dann halt einfach immer desinvestieren und dann wieder reinvestieren. Dann habe ich hier ungefähr eine Liste, wie man anfangen kann zu investieren. Man sollte sich ein Budget machen, dass man weiß, wie viel man ausgibt pro Monat, seine Kosten, Einnahmen und sowas. Und dann versucht dann halt die Kosten zu reduzieren und die Einnahmen vielleicht zu erhöhen, im Nebenjob oder irgendwas anderem, mit YouTube-Videos vielleicht. Dann ein Sicherheitsnetz und dass man von dem Sicherheitsnetz dann 6 Monate Kosten und so abdecken kann, dass man halt, wenn irgendeine Krise wäre, dass man nicht seine Aktien verkaufen muss, um zu überleben, sondern auf das Sicherheitsnetz zurückgreifen kann. Und man sollte seine Schulden abzahlen, auch wenn es vielleicht prozentual niedriger Zinssatz ist, wo man Schuldentilgung hat, man kann es dann trotzdem abzahlen, damit man halt ein bisschen ruhiger schlafen kann, denke ich. Dann, wie wichtig es ist, Zeit im Markt zu sein, gegenüber vom Erraten, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu investieren und zu deinvestieren. Und dann Compounding ist Zinseszins. Dann die verschiedenen Investmentstile, dann die berühmten Investoren, wie man Aktien bewertet und Statistiken, dann die verschiedenen Märkte und Marktkapitalisierung, wie groß ein Unternehmen ist zum Beispiel,
Dann die Diversifikation, wie viele verschiedene Aktien man sich halten sollte, vielleicht. Dann das aktive und das passive Investieren, wenn man zum Beispiel den S&P 500 kauft. Das ist eher der passive. Und meine Schwester wollte sich auch den passiven Style kaufen. Und ich bin eher der aktive Investor. Und dann gibt es verschiedene Broker. Wenn man zum Beispiel bei einer normalen Bank ist, muss man sehr viel zahlen für Gebühren, weil die halt die verschiedenen Häuser haben, wo man halt persönlich hingehen kann, wenn man Hilfe braucht. Und die haben halt einen Haufen Mitarbeiter und müssen viel Miete zahlen. Und deswegen sind die halt relativ teuer. Und deswegen sollte man sich irgendeinen Online-Anbieter kaufen, einen Online-Anbieter suchen für Aktien, weil die wesentlich reduzierte Kosten haben, beziehungsweise manche gar keine. Aber in Deutschland halt immer noch ganz ein bisschen was. Dann, wie man sein Portfolio strukturieren könnte und dass man sich Notizen macht, wenn man aktiver Investor ist oder auch passiver Investor, wie man investieren möchte. Dann, wie man seine Aktien kauft und dann ein paar Werkzeuge, die ich am Schluss herzeige. Das sind Bücher, wie man sein Sicherheitsnetz aufbaut. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sich automatisch 10% von dem kompletten Einkommen, das man verdient, sich auszahlt auf das Konto, mit dem man investiert. Das heißt, du siehst als Investor gar nicht das Geld, die 10%, weil viele Leute könnten auch mit 10% weniger auskommen. Aber weil es halt auf dem Konto rumliegt, denken sich, ach, ich habe noch ein bisschen mehr Geld und kann das ausgeben. Und deswegen ist es praktischer, dass die Leute sich halt das Geld quasi, sobald das Geld einkommt vom Arbeitgeber, dass man dann 10% davon automatisch zum selben Zeitpunkt auf das Konto überweist, mit dem man investiert. Man kann es auch am Anfang kleiner machen, 5%. Und wenn man merkt, okay, ich komme mit 5% zurecht, dann mache ich es auf 7%. Wenn das auch geht im nächsten Monat, dann mache ich es mit 10%. Und dann kann man das halt langsam erhöhen. Und wenn die Leute gut verdienen, dann gibt es auch Leute, die wo 20, 30, 40% investieren in ihre Aktien und dann dadurch halt wesentlich schneller reich werden. Und das sollte man halt erst danach machen, nachdem man so Rücklagen für 6 Monate hat und man die kompletten Schulden zurückgezahlt haben. Und dann kann man es vielleicht Sicherheitsnetz auf ein Jahr erweitern. Also man kann richtig aggressiv sparen, sobald das andere alles erledigt ist. Und wenn man als Single quasi investiert, ist Der reichste Mann von Babylon ein relativ gutes Buch. Und für Verheiratete und Paare ist Der Barfuß Investor relativ gut gewesen von Scott Pape. Das könnte jetzt relativ klein sein. In dieser Tabelle ist mit Zinseszins, wenn du ein richtig gutes Sparkonto hast, mit 0,25% pro Jahr, dann würdest du nach 25 Jahren ungefähr 6 Euro machen. Aber wegen der Inflation würdest du halt dann halt 64 Euro verlieren zum Beispiel. Und in der Tabelle sind dann 1, 2, 1%, 2%, 5%, 7%, 10%. Und wenn du 7% pro Jahr machen würdest, würdest du nach 25 Jahren dein Geld quasi verfünffachen und mit einem Sparkonto nur 6 Euro Gewinn machen oder 6%. Aber wegen der Inflation von 2%, das wären dann 64 Euro oder 60% weg nach 25 Jahren. Und deswegen würde es sich halt deutlich lohnen, dass man Aktien investiert, wenn auch nur passiv. Dann hätte man halt die statistischen 7% und würde es dann Geld verfünffachen. Aber meine Schwester ist eh schon so weit, dass sie sagt, dass sie auch investiert. Und hoffentlich läuft es gut. Und die Statistik zur rechten Seite sagt, wie viel die Leute an Geld verlieren, je nach Anlagehorizont. Wenn die Leute nur einen Monat lang eine Aktie ungefähr halten und dann wieder verkaufen, verlieren sie zu 40% der Fälle Geld. Und wenn sie ihr Geld über 20 Jahre lang investieren, haben eigentlich nur eine 0,1%ige Chance, dass man Geld verliert. Und deswegen ist der lange Anlagehorizont sinnvoll, weil man dann quasi kein Geld verlieren sollte. Was richtig schwer ist, dass man dann wirklich Geld verliert. Und dann hat zu Krisen, wenn man zum Beispiel verschiedene Krisen hat, zum Beispiel 2001 und 2008 waren die letzten großen Krisen und die 2019er Krise war noch nicht in der Statistik drin, beziehungsweise war das vor dem Video.
wenn man mit den Aktien, wenn man sie weiterhin hält, wären wir nach, bei der 2001-Krise nach 4 Jahren wieder auf Null. Und wenn man Dash for Cash macht, also wenn man dann alles verkauft und dann einfach nur sein Bargeld hält, ist man immer noch nach 20 Jahren im Verlust. Und wenn man es halt vergleicht mit anderen, dann sieht man, dass es meistens sinnvoll ist, dass man die Aktien weiterhin hält, obwohl es im Minus sind. Und dann gibt es ein Double Down in den zwei Statistiken. Ist dann, wenn man sich mehr Aktien kauft, wenn sie gerade tief sind. Und dann kann man da sehen, im Vergleich, wenn man die erste Spalte mit der dritten vergleicht, dass man dann meistens noch schneller draußen ist, dass wenn man sich am Tiefpunkt die Aktien kauft, dass man dann viel profitabler wegkommt. Und das habe ich auch 2019 gemacht und 2020, als der Covid-Crash war. Und die Aktien haben richtig gut performt. Dann gibt es verschiedene Investment-Styles, dass man sich Aktien kauft, die gefühlt oder die nach der eigenen Berechnung unterbewertet sind. Dann gibt es Momentum, das ist wie eine Kraft, die in Bewegung ist, die schwer zu stoppen. Dass wenn eine Aktie nach oben geht, dass sie dann tendenziell auch eher weiter nach oben geht, weil viel mehr Leute danach einkaufen. Aber man sollte dann trotzdem die Styles ein bisschen kombinieren, dass man sagt, dass man es das berechnet hat, dass die Aktie einen bestimmten Wert hat und der Wert drunter liegt und dass es momentan eine Aufwärtsbewegung ist, dann sollte man auch in der Aufwärtsbewegung bleiben. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, dass wenn das Momentum nach unten geht, dass die Aktie auch weiterhin fällt. Dann gibt es antizyklisches Investieren. Das sind dann Contrarian, dass man sich dann eher Aktien anschaut, wenn sie gerade stark gefallen sind, dass sie nur noch 50% vom Höchstwert des vergangenen Jahres sind, dass man sich dann die Aktie anschaut, ob es dann halt interessant ist mit Contrarian und Value. Dann gibt es Dividendeninvestitionsmöglichkeiten und dann kann man sich Aktien kaufen, die Dividenden ausschütten. Und ich habe vor in Deutschland, dass ich erst den Freibetrag von den 801 Euro ausnutze mit Dividenden und danach vielleicht in einen Fonds investiere, die wo thesaurierend sind, dass man sich quasi dann da die Steuer spart, dass alles, was über die 800 Euro gehen würde, an Dividendenauszahlungen in Reinvestitionen geht. Und das würde ich für meine Schwester empfehlen und für einen Freund. Und ich habe schon eine Aktie gefunden, die ich interessant finde für meine Schwester, weil die monatlich auszahlen. Und danach andere, die wo quartalsweise, also alle 3 Monate auszahlen. Weil wenn man monatlich Einkommen sieht, dass man ein bisschen Investitionskapital gewinnt, dann macht es, glaube ich, mehr Spaß für die meisten Investoren, dass man dabei bleibt und auch die Sparrate und Investitionsrate deutlich erhöht. Dann kann man sich Aktien kaufen, wo man meint, dass die nur an Wert gewinnen, ohne Dividendenausschüttung und sonst was. Und dann gibt es Leute, die wo Aktien kaufen, die wo sie wissen, dass es eine Blase ist, die platzen wird. Und die hoffen, dass sie es an jemand anderen verkaufen können, bevor die Blase platzt. Und ein Beispiel davon könnte momentan die GameStop Bubble sein. Und hier ein paar Bücher mit den berühmtesten Investoren. Warren Buffett ist ein Value Investor. Charles Munger ist seine rechte Hand quasi, sein bester Partner. Jim Simmons ist eher ein Momentum Investor. Philip Fisher ist ein Growth Investor. Peter Lynch, der hat verschiedene Styles, das ist der Mann. Howard Marks ist ein antizyklischer Investor. Und das sind Bücher, die wohl interessant sein könnten, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Dann bei der Aktienanalyse gibt es Screeners, die kann man bei Finviz, Stockrow, CNBC und Discoversi. Kann man sich verschiedene Aktien durchsuchen nach Price Earnings. Das ist, wie viel Gewinn ein Unternehmen macht zum Aktienpreis, dann wie viel die Vermögensgegenstände in einem Unternehmen wert sind im Vergleich zum Aktienpreis, dann wie viel Free Cashflow ein Unternehmen erzeugt, das heißt, nachdem alles abbezahlt worden ist, wie viel Gewinn ein Unternehmen erwirtschaftet pro Jahr. Das ist eins von den wichtigsten Kennzahlen für mich. Dann, wie viel Schulden ein Unternehmen hat im Verhältnis zum Free Cashflow. Dann, wie viel Dividenden die auszahlen. Dann die Marktkapitalisierung. Webseiten, die solche Daten haben, sind Motley Fool, MarketWatch. Und meine Lieblingsseite ist Yahoo Finance.
Dann gibt es Barron's und Investopedia, die erklären die ganzen Begriffe. Dann gibt es zum Beispiel quantitative und qualitative Analyse. Ich schaue eher auf die quantitative Analyse. Ich schaue mir die bestimmten Kennzahlen an und berechne dann, wie viel ich denke, dass ein Unternehmen wert sein sollte. Und kaufe dann das Unternehmen oder die Aktien davon, wenn ich denke, dass die stark unterbewertet sind und innerhalb von den nächsten 10 Jahren stark Gewinn machen sollten. Und ich habe momentan zwischen 30 bis 50% pro Jahr Gewinn über 2 Jahre. Dann qualitative Analyse, dass man sich schaut, welche Aktien einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen. Und am Schluss dann meine Tools, die nehme ich her und kann es automatisiert machen. Dann gibt es verschiedene Market-Kapitalisierungen. Es gibt Nano-Caps, die haben weniger als 50 Millionen im Market-Cap-Wert. Und dann gibt es Large, das sind dann über 10 Billionen. Es gibt auch mittlerweile Sachen, die sind über 1 Trillion Dollar wert. Zum Beispiel Amazon oder Apple. Und kleineren Aktien haben öfter größeres Potenzial für Gewinn, wobei die größeren statistisch gesehen weniger Gewinn pro Jahr machen sollten. Aber es war jetzt in letzter Zeit bei Covid, sind total viele Leute zum Beispiel nach Apple, in die Apple-Aktie geflohen, weil sie sich da sicheren Hafen erhofft haben und ihn eigentlich auch gehabt haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und bei der Diversifikation, wie viele verschiedene Aktien man sich halten sollte, ist normalerweise bei 7 Aktien, dass man dann genug Diversifikation hat und das systematische Risiko bleibt immer. Und das letzte Beispiel für das systematische Risiko war halt der Covid-Crash, dass dann tendenziell eigentlich alle Aktien stark eingestürzt sind. Aber Dividendenaktien zum Beispiel meistens nur so um 20%. Oder die zumindest, die wo ich mir kaufen wollte, im Falle von einem Crash. Und dann kann man sich Aktien anschauen, ob sie korrelieren. Manche Aktien, wenn die eine nach oben geht, 1 Euro, und dann geht die andere auch um 1 Euro nach oben oder 1% im selben Prozentualanteil. Und Fischer zum Beispiel, wenn die Aktie nach oben geht, dann kauft er sich sie lieber. Und andere Leute kaufen sich halt nur den Dip, wenn die Aktie halt einstürzt ein bisschen, dass sie sich dann nachkaufen. Das ist eher mein Stil. Und ich kaufe eigentlich die Aktien, wenn sie permanent nach oben gehen, kaufe ich sie nicht nach. Und ich bin mir noch nicht sicher, was am besten ist, aber ich fahre momentan gut mit meiner Methode. Und wenn man seine Aktien verkauft und sie nicht permanent halten will, dann sollte man eher die Verlierer verkaufen und die Gewinner weiterhin halten. Und für meine Schwester, erstmal am Anfang, wenn sie einen kleinen Betrag investiert, würde ich erstmal eine Aktie investieren. Und sobald sie mehr investiert, dann auch in mehr Aktien gehen und dann vielleicht auch irgendwie 10 Aktien, die Dividenden auszahlen, halten. Und da ist eine alte Korrelationsmatrix. Und da sieht man, dass Apple mit Apple verglichen genau 1 korreliert, McDonald's mit McDonald's auch 1, das ist dann die Linie. Die Aktien, die miteinander, quasi wenn sie mit sich selbst verglichen werden, dann korrelieren sie halt perfekt miteinander, weil sie dieselbe Aktie sind. Aber wenn man Apple mit McDonald's vergleichen, ist nur zu 70% gleich. Dann, wenn man sie mit Altria vergleicht, das Ticker-Symbol MO hat, das ist eine Tabakindustrie oder Unternehmen. Und die korrelieren negativ miteinander. Das heißt, wenn die eine Aktie nach oben geht, geht die andere nach unten. Im Verhältnis von 60% ungefähr. Und es ist angenehmer, wenn man sein Vermögen anschaut, das so dann ganz langsam linear nach oben geht. Das ist angenehmer, als wenn man eine Aktie hat, die wo sich immer so zickzack bewegt und man nie weiß, ob man eigentlich nach oben oder nach unten jetzt gerade unterwegs ist. Und deswegen wäre es halt ideal, dass man ein Portfolio generiert, das wo eine Korrelation von 0 hat. Oder also in Summe 0 hat, oder dass es halt Aktien hat, die wo 1 und minus 1 haben von der Korrelation, dass sie sich halt ungefähr ausgleichen in der Summe, dass man so leicht nach oben bewegt. Aber meine Schwester muss sich um das nicht kümmern, das mache ich für sie. Dann gibt es ETFs und Indizes oder ein Index. Das ist mit dem thesaurierend gemeint vorher, mit Dividenden und sowas. Aber in manchen kann das Problem sein, dass es keine Liquidität gibt, dass man nicht so einfach austreten kann aus dem Fonds. Und das Wichtige sind Fees. Das ist die Kostenstruktur. Bei vielen Fonds sind es halt irgendwie 0,2%. Bei den Vanguards und sonstigen. Aber bei den vielen Deutschen, dann gibt es halt irgendwie 1% Gebühren oder noch höher. Und dann verliert man quasi 1%, selbst wenn man keinen Gewinn macht.
und sollten vermieden werden. Und Vanguard und Fidelity, das sind die einzigen, die halt relativ niedrige Kosten haben. Die meisten anderen haben sehr hohe Gebühren und die würde ich vermeiden. Und bei den deutschen Banken haben halt auch noch andere Gebühren dabei und verzehrt sehr viel vom Gewinn. Dann den Anbieter, mit dem man Aktien handelt. In Amerika ist es M1 Finance und Robinhood, wobei Robinhood momentan ziemlich in der Krise ist, weil sie sich gegen die Kunden quasi aufgestellt haben. Und in Deutschland und Europa ist DEGIRO relativ gut. Das nehme ich selber her. Aber ich hatte auch schon ein paar Probleme damit. Und Trade Republic ist momentan eins der günstigeren oder der günstigsten in Deutschland mit 1 Euro Kosten. Das hat sich jetzt verändert, dass man sich nur noch einmal quasi den 1 Euro zahlen muss und dann umsonst besparen kann und dann beim Verkauf 1 Euro zahlen muss. Oder andere Gebühren, die vielleicht auch niedriger sein könnten. Aber momentan ist jetzt, glaube ich, Trade Republic das günstigste, was angeboten wird. Kann man jetzt permanent besparen und muss halt nicht mehr die Gebühren zahlen. Nur beim Verkauf hat sich jetzt mittlerweile verändert seit der Veröffentlichung von dem Video. Und deswegen würde ich das empfehlen für meine Schwester und ihren Freund. Und ich lade einen Link in die Beschreibung rein. Und könnt ihr klicken, dann kriege ich auch 15 Euro davon. Oder ihr teilt ihn untereinander. Wenn ihr jemanden aus der Familie habt, dann könnt ihr das mit denen teilen. Dann kriegen beide Beteiligten 15 Euro, wenn die erste Transaktion gemacht wird, glaube ich. Aber ich habe ein anderes Video dazu auch gemacht. Und die haben keine monatlichen Gebühren oder jährlichen Gebühren wie viele andere Banken. Dann sparen sich da schon viele Portfoliogebühren. Dann, wie man sein Portfolio strukturiert, zum Beispiel mit Staatsanleihen oder Aktien. Und bei den Staatsanleihen, die haben statistisch gesehen oder historisch gesehen sehr niedrige Gewinn. Und vor allem die Deutschen, die haben noch niedrigeren 30 Jahren Staatsanleihenbonus und sowas. Und es gab eine Regel, die sagt, wenn die Aktien pro Jahr doppelt so viel Gewinn haben wie Staatsanleihen, dann sollte man in Aktien investieren komplett. Wenn die Aktien nicht das Doppelte oder mehr erzeugen an Gewinn, dann sollte man sich voll in Staatsanleihen investieren. Und dann gibt es ein Allwetterportfolio von Ray Dalio, das ist ziemlich sicher, aber ein bisschen komplizierter zum Konstruieren. Und dann Korrelation, das, was ich vorher beschrieben habe. So habe ich es am Anfang gemacht und beachte es eigentlich nicht mehr, weil ich jetzt schon relativ viel Gewinn habe. Dann stört es mich nicht mehr, wenn ich ein bisschen fluktuiere. Dann, wenn man aktiver investiert, dann sollte man seine Transaktionen verfolgen, mit dem Tagebuch zum Beispiel. Und warum man eine bestimmte Aktie hält, dann sollte man vielleicht seine Austrittsstrategie planen, wann man die Aktie verkaufen würde, wenn es zum Beispiel im Wert so viel vervielfacht, dass man denkt, die Aktie ist zu teuer und dass man den Gewinn lieber mitnimmt und darauf setzt, dass die Aktie ein bisschen fällt wieder und sie dann nachkauft. Und wenn man dann denkt, dass die Aktie nicht mehr so viel wert ist, wie sie gerade bewertet wird vom Markt, oder wenn man erwartet, dass man die Aktie nachkauft, wenn sie einen bestimmten Euro-Wert oder Dollar-Wert erreicht, oder wenn die Aktie auf einmal anfängt, in Tierversuche zu investieren oder sonst irgendwas, das man ethisch nicht vertreten will, dann verkauft man die Aktie halt auch. Und man sollte seine eigenen Aktienregeln machen und man kann seine Ziele aufschreiben. Bei mir ist es ungefähr, dass ich 80.000 Euro habe und davon dann quasi in Rente gehen kann mit meinem Investmentstil. Aber momentan bin ich beim überdoppelten oder dreifachen von dem, was ich am prozentualen Gewinn pro Jahr berechnet habe. Das heißt, ich könnte quasi auch schon mit 40.000 oder 30.000 Euro in Rente gehen, wenn es weiter so läuft wie innerhalb von den letzten 2, 3 Jahren bei mir. Und wenn man eine Aktie kaufen will, dann musst du den Aktiennamen von einem Unternehmen wissen oder das Ticker-Symbol. Das ist dann halt die Kennzahl oder Kennzeichnung. Bei Apple ist es dann AAPL zum Beispiel. Dann welche Menge man kaufen will. Dann ob man den momentanen Marktpreis nimmt oder ob man eine andere Bestellart nimmt. Zum Beispiel kann man sich ein Limit setzen, dass die Aktie nur gekauft wird, sobald der Wert von unter 30 Euro zum Beispiel erreicht wird. Und dann kauft man sich halt die gewünschte Menge zu dem gewünschten Preis. Und dann hat man auch kleine Gebühren dabei. Und man wählt halt aus, ob man es kaufen oder verkaufen will. Und dann gibt es einen Stop-Loss, dass man sagt, sobald die Aktie 25% fällt, dass man sie dann verkaufen will.
was ich aber meiner Schwester zum Beispiel nicht empfehlen würde. Und man sollte idealerweise bei YouTube oder bei den Webseiten, bei denen man Aktien kauft, nachschauen, wie die Ordertypen funktionieren, weil kann sein, dass man dann versehentlich zu viel Geld ausgibt. Aber sollte normalerweise relativ leicht und intuitiv sein. Und bei meiner Schwester erkläre ich sie auch nochmal persönlich. Ich sehe gerade, dass ich in der Zukunft Sachen bearbeiten wollte und da ist mir das aufgefallen. German Version soon. Und es war jetzt ein, zwei Jahre später erst. Ups. Und das war der Link zu dem Spreadsheet, das wohl alle Tools drin hat. Und das waren Affiliate-Links, aber ich bin kein Mitglied mehr bei dem Amazon Affiliate Program. Aber die Links sollten wahrscheinlich trotzdem funktionieren, aber ich kriege halt keinen Gewinn davon. Aber ihr könnt trotzdem noch, wenn ihr die anklickt, findet ihr zu den Büchern und könnt sie euch auch auf Deutsch suchen. Und hier ist der Discord-Server und hier die Quellen zu den verschiedenen Daten, die ich hergenommen habe im Video. Und hier ein Tipp, wie man sich sein Budget machen kann. Zum Beispiel schreibt man auf, was die monatlichen Gebühren sind. Zum Beispiel die Krankenversicherung, 120 Euro im Monat. Dann, wenn man sich selbst zahlt, sind 100 Euro pro Monat. Dann Zugticket, vielleicht 200 Euro. Das Telefon kostet 15 Euro im Monat. Miete 400. Und dann hat man die jährlichen Kosten. Fürs Telefon zum Beispiel sind es 200 Euro. Dann wird das aufgebrochen in monatliche Abschnitte. Und dann weiß man, wie viel man monatliche Ausgaben hat. Und dann das Einkommen. Und dann weiß man, wie viel man über hat für andere Sachen und zum Investieren. Und wenn man halt seine Schulden zurückzahlen muss, dann weiß ich halt, wenn ich 1000 Euro Einnahmen habe und 850 Ausgaben, kann ich 150 Euro pro Monat zurückzahlen. Weil hier in dem Beispiel mit 400 Euro und mit den 4%. Und dann kann man schauen, wie viele Jahre oder Monate man hat, bis man zum Beispiel sein Auto abzahlt oder ein Haus. Und wie viel monatliche Gebühren man mindestens zahlen muss, damit man es zurückzahlen kann. Und dann hat man die verschiedenen Monate, Minimum, Rückzahlungsraten und dann wie schnell man es zurückzahlen könnte. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Rückzahlungsmethoden. Debt Avalanche ist, wenn man zuerst die Sachen zurückzahlt, wo man 8% pro Jahr an Tilgung zahlen muss. Und Snowball ist, dass man zuerst das zurückzahlt, das wo vielleicht bloß 50 Euro sind, danach den 200 Euro Betrag, danach den 1000er Betrag. Das ist dann meistens für die Leute leichter. Dass man sieht, dass man Fortschritt macht, wenn man halt die kleineren Sachen als erstes weg hat, dann kann man sich halt auf die großen Gebühren konzentrieren. In Summe ist die Schuldenlawine ist besser als der Schuldenschneeball, weil man dann insgesamt weniger zahlen muss. Und ich bin kein Fan mehr von dem und meine Schwester hat auch keine Schulden, soweit ich weiß. Aber andere Leute können das vielleicht trotzdem hernehmen, vielleicht hilft ihnen das. Dann sieht man, wie viel man insgesamt schon abgezahlt hat. Und wie viel man noch zu zahlen hat. Und wann man halt schuldenfrei ist, nach 127 Monaten quasi, also nach 10 Jahren, hat man dann alles abgezahlt, wenn man es schnellstmöglich zurückzahlen will. Anstelle von den, keine Ahnung, 20 Jahren, was normalerweise dauern würde, dann ist man wesentlich schneller schuldenfrei und kann das überbliebene Kapital danach investieren. Und das sind Tools, die aber nicht mehr wirklich funktionieren. Oder das zumindest nicht mehr. Und es sind sehr veraltete Daten, um 2 Jahre oder so. Dann, was relativ cool ist, ist mit Zinseszins. Da gibt es eine Formel zum Berechnen und sowas, mehrere verschiedene Formeln. Da hat man zum Beispiel den Startwert, den man eingibt, dass man zum Beispiel 100 Euro hat und dass man dann halt 10% Gewinn macht und dann über 10 Jahre hätte man einen Endwert von 260 Euro. Und dann wenn man einen Endwert haben will, dass man sagt, wann habe ich die 200 Euro? Wenn ich 10 Jahre lang investiere, dann wie viel Prozent muss ich dann pro Jahr machen? Das sind dann 7,2% ungefähr. Dann, wenn man ausrechnen will, mit wie viel Prozent man einen bestimmten Endwert erreicht und wie viele Jahre das dauert, dann rechnet das automatisch aus, den gelben Bereich, das sind dann 14 Jahre. Und wenn man wissen will, wenn man einen Endwert hat, wenn man sich zum Beispiel ein Haus kaufen will, das 2000 Euro kostet oder 2 Millionen, je nachdem, und man weiß, dass man ungefähr 6% pro Jahr macht, und das innerhalb von 10 Jahren haben will, dann weiß man, wie viel man investieren muss. Dann müsste man halt da 1116 Euro investieren, damit man halt am Schluss auf die 2000 Euro kommt nach den 10 Jahren mit 6%. Dann anderes cooles Ding für Zinseszins
ist die Regel von 72, 115 und 150. Die Regel von 72 ist, man teilt die 72 geteilt durch den jährlichen Gewinn und danach weiß man, nach wie vielen Jahren man sein komplettes investiertes Kapital verdoppelt hat und mit den 115, wie es sich verdreifacht hat und mit 150 vervierfacht hat. Bei mir ist es momentan, wenn ich 50% Gewinn pro Jahr mache, das heißt, dass ich nach 3 Jahren mein Geld vervierfacht habe. Und hier dieselbe Statistik nochmal, 7% verglichen mit einem 1% von der Bank zum Beispiel, lässt die Leute wissen, wie wichtig es ist, dass man investiert. So nach dem zweiten, nach dem ersten Jahr schon 6% Unterschied. Und es ist dann nicht mehr linear. Dann sieht man, dass es da 6% sind, 6% und dann auf einmal 7%. Dass man dann sieht, das Compounding, dass es immer schneller wird. Da 7%, 7%, 8%, 9%, 9% und dass es immer schneller wird, wegen Zinseszins. Also nach 40 Jahren im Vergleich zu 50 Euro Gewinn zu verfünfzigfacht quasi. Und wenn man irgendeine Webseite hat, die wo die Kostenbasis nicht gut berechnet, habe ich auch ein Tool dafür gemacht, dann kann man sich selber eintippen, wie viel Aktien man kaufen will, zu welchem Preis und wenn man schon andere Aktien hält und zu welchem Preis, dann wird deshalb berechnet, wie viel der neue Aktiendurchschnittspreis sein wird und dann die verschiedenen Wechselwährungen. Aber es ist unwichtig für meine Schwester. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Die Leute, die mich kennen, können einfach dann anrufen und nachfragen, dann erkläre ich euch das nochmal gern anders und besser und ausführlicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt auf den Daumen nach oben, abonniert und macht die Glocke an. Vielen Dank. Ciao, ciao.